Willkommen zu einem neuen Video von mir und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es ein Unboxing zu Full Fairy Dust Bildern. Und zwar habe ich mir, ich glaube, das sind drei Bilder. Vier Bilder, glaube ich. Ja. Ich habe mir vier Bilder personalisieren lassen bei einem Shop bei AliExpress. Und ja, der bietet halt Full Fairy Dust an. Vielleicht habt ihr das eine Video oder die Story von Rosa87Lee gesehen. Da hat sie das Bild mit dem Fuchs, was ich gemacht habe, hat sie dort vorgestellt und hat auch schon ein Feld gepaintet. Ich habe jetzt vor euch die Bilder einmal zu zeigen, wie die Qualität so ist. Und eins von den dreien, nee, vier? Ja, ich glaube, das sind vier. Es sind mehrere auf einer Rolle drauf, deswegen weiß ich gerade nicht, ob es drei oder vier sind. Aber werden wir gleich alles sehen. Und ja, wir schauen uns die Steine an so und die Leinwand. Das Einzige ist, dass die Bilder eine doppelseitige Klebefolie haben, keinen Flüssigkleber, aber das finde ich absolut nicht schlimm. Ich habe aber schon lange nicht mehr auf doppelseitige Klebefolie gepaintet, aber ich fand es immer gut, also ich fand es jetzt nicht schlimm. Ja, ich fand es eigentlich ganz schön. Ein Bild habe ich auch schon ausgerollt gehabt. Das lag jetzt längere Zeit auf anderen Bildern drauf und konnte sich glatt legen. Und zwar ist das dieses Schätzchen hier. Ich habe bei diesem Bild mir schon die Steine angeschaut und auch schon rausgeholt, weil, beziehungsweise eigentlich ungewollt, ich wollte das aufschneiden und habe dann die Packung kaputt geschnitten. Und jetzt sind die alle rausgefallen. Aber auf jeden Fall ist es dieses Bild hier. Habe ich selbst erstellt. Finde ich sehr schön. Dieses Mädchen. Es ist 50 x 50 cm groß und müsste auch die Größe haben. Ich messe einmal nach. Ich habe jetzt nur ein Lineal bis 30 cm. Aber ich werde einmal schauen. Also hier bis hier ungefähr. Und jetzt, ja, es sind genau 50 cm. Soll ich euch zuerst die Steine zeigen oder zuerst das Bild? Ich zeige euch erst das Bild. Ich werde das mal versuchen, so gut wie möglich offen zu legen. Aber ich darf halt nicht zu weit abziehen. Dann kriege ich sie möglicherweise nicht mehr drauf. Ja, das ist sie und ich finde sie sehr schön. Ich finde der Druck ist super. Kommt alles, ist alles scharf. Und ja, nichts verschwommen. Das hatte ich ja tatsächlich schon mal bei dem Bild. Aber das ist schon lange her. Ja. Also man sieht hier, wie gut es aussieht. Ja, sagt mal, wie ihr die Bilder findet, die ich euch zeigen werde. Das ist das Bild, was ich als erstes personalisieren lassen habe. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann noch weitere personalisieren lassen habe.
Ich mache das einmal wieder zu. Und ich würde sagen, schauen uns die Steine einmal an. Ja, ich nehme jetzt mal diese Farbe hier. Kann man das gut sehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht so. Also da ist auf jeden Fall so ein ganz leichter Feenstaub drauf. Deswegen heißen sie auch Fairy Dust. Vielleicht hier nochmal. Ich kann mal diese Farbe in Schiffchen machen. Es sind sogar Harzsteine, wie ich sehe, weil die elektrisch geladen sind. Ja. Die haben auch kein Loch, also es müssen Harzsteine sein. Da bin ich jetzt sogar noch faszinierter, muss ich sagen. Ja, man sieht so ganz leicht den Feenstaub. Ja, super schön, wirklich. Ich werde mich auch für eins der Bilder dann entscheiden, welches ich probepainten werde. Genau, also das Bild hat auf jeden Fall 44 Farben. Und das sind ja Symbole, Buchstaben und Zahlen. Alles vorhanden. Ja. Richtig cool. Wobei ich sagen muss, so richtig bunt finde ich die Farben jetzt nicht. Also irgendwie, ja doch, hier ist jetzt mal ein Gelb. Seht ihr, da ist gar kein Loch. Die sehen super aus. Wow, echt toll. Ja, ich würde sagen, wir gehen auch schon gleich zum nächsten Bild, weil sonst dauert das alles so viel zu lange. Dann nehme ich als nächstes einmal die Rolle, wo mehrere Bilder drauf sind. Zwei Bilder müssen das sein, ja. Und zwar hatte ich da einmal für das Erdbeer-Event eins herstellen lassen. Aber ich habe gleichzeitig auch bei einer anderen Firma ein Bild herstellen lassen und habe mich dann doch fürs andere entschieden. Aber hier ist einmal das Bild und einmal für das Butterfly-Event. Das ist mir jetzt alles ein bisschen zu so stressig gewesen, deswegen habe ich da jetzt nicht mitgemacht. Aber es könnte ein guter Kandidat sein für das Probepainten. Ich bin echt so gespannt, wie das rauskommt. Oh, wo ist denn jetzt mein Cuttermesser? Hier. Einmal ganz vorsichtig aufschneiden. So, upsala, jetzt habe ich das weggeschleudert. Ich hole mal die Bilder raus.
zwar, wir gucken uns zuerst das Bild an mit der Frau und den Erdbeeren. Ja, das kann sich natürlich jetzt nicht so gut glatt legen, aber das werden wir gleich noch einmal probieren. So, das hier ist das Bild. Ich finde es sehr schön. Ja, ist auch 50 x 50 cm groß. Und hier sind die Farben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Farben alle rausholen soll. Also ich werde jetzt kurz... Nein, ich werde euch erstmal das Bild zeigen. Ui, das schaut mal schön aus. Ja, ich finde, das sieht auch gut aus. Man muss sich das ja echt vorstellen mit Steinen, damit das dann richtig gut rauskommt. Ist auch gar nicht so viel Konfetti. Ich finde das jetzt auch sehr schön. Ja, ich schaue gleich nochmal, was die Farben so sagen. Ich rolle es einmal nochmal hier. Wenn man nämlich einmal die Folie abmacht und dann wieder rauf macht, dann legt sich das glatt. Ziemlich schön. So, schon liegt die Leinwand glatt. Ja, und ich hole einmal kurz das Stromkabel. So, ich habe die Kamera an Strom gemacht. Ich hole jetzt einmal kurz die Steine raus. Oh. Richtig schöne Farben. Ich drehe die mal alle ein bisschen um. Ich würde ja mal wissen, gerne, wie ist das schwarz? Die 21. Nein, die 2 ist schwarz. Ich guck mal einmal nach der Nummer 2. Hier, ich habe schwarz gefunden. Die 21 ist 823. Sieht echt so aus wie schwarz. Ja gut, okay, jetzt im Licht und in der Kamera nicht. Da wirkt das hier deutlich blauer als schwarz. Bisschen. Die Farbe ist auch so schön. Oh. Seht ihr, wie schön die aussehen? Oh, das Orange auch. Auch voll schön.
Sieht sehr schön aus. Ganz dezent. Ja, gefällt mir gut. Aber die Farben sind mir irgendwie nicht bunt genug. Nicht kräftig genug. Bei diesem Bild jetzt. Ich weiß nicht. Diese Farbe ist ja auch schön. Leute, guckt euch das an. Was ist das für eine? Die 605. Okay, ja, doch. Also, ja. Mal gucken. Das Bild mit dem Schmetterling ist sehr bunt. Das gucken wir uns hier als nächstes an. So, dann geht's weiter mit dem Schmetterling. Einmal aufmachen oder freilegen. Okay, ja. Ich glaube, das ist mein Favorit. Sehr schön. Sieht auch wieder richtig gut aus, der Druck. Ja, ich glaube, ich werde mich für den Schmetterling entscheiden. Ich bin auf die Steine gespannt. Einmal noch mal die andere Seite. Ja, ich werde dann, wenn ich eine Probe mache mit diesem Bild, werde ich ja auf jeden Fall hier unten anfangen. Ich fange immer unten links an. Und hier ist auf jeden Fall sehr viel Konfetti. Das versuche ich gleich noch zu machen und das dann vielleicht sogar heute noch hochzuladen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe oder halt morgen. Mal schauen. So, jetzt schauen wir uns die Steine an. Das ist das Motiv. Oh, so schön. Ich packe die Steine aus. Also bei der 963 ist der Staub sehr, sehr dezent. Ich bin echt gespannt, wie die Farben rauskommen, weil auch hier wirken die nicht so krass bunt. Na ja, gut, okay, doch das Gelb. Gelb ist die 3078. Da
Dann haben wir noch ein dunkleres Gelb. Die 3822. Ja. Ach, das wird, glaube ich, gut rauskommen. Ich werde auf jeden Fall aus den Zipptüten painten, weil ich es nicht schaffe, jetzt heute auch noch abzukitten. Ja, ich mag das eigentlich nicht so gerne, aber wenn es nicht anders geht. Dann kommen wir zu dem letzten Bild. Da muss ich auch wieder einmal die Folie abmachen. Das ist diesmal hochkant, also 40 x 60 cm. Ich zeige euch einmal, um welches Bild es geht. Diese Vintage-Dame finde ich auch sehr schön. Hier sind die Steine auch richtig ordentlich drin und nicht so wie in den anderen Packungen. Und auch nach, ich glaube auch sogar, ja, nach sortiert nach Nummer. Und das ist eine ganze Folie, okay. Keine zwei. Ja, dann mache ich, glaube ich, oben ab. Ich werde es mal kurz so rum hinlegen. Ja, ich finde, in der Kamera wirkt es noch ein bisschen besser. Ah, die ist aber auch schön, finde ich. Ach, das kann ich mich aber nicht entscheiden. Tja, das ist jetzt schwierig. Ich glaube, ich nehme doch die Frau. Aber hier ist auch starkes Konfetti. Wie ihr sehen könnt. Ich mache einmal die andere Seite auf. Dann kann ich auch gucken, wie das Feld aussehen würde, wenn ich das painten würde. Okay, also hier unten.
Das wäre dann das Feld. Geht eigentlich. Ein bisschen Hintergrund. Oha, das ist schwierig, ehrlich gesagt. Ja, auch hier hole ich einmal die Steine raus. So, ich würde sagen, wir gucken uns die Steine diesmal so an. Ich finde, die wirken sogar ein bisschen bunter. Ich muss einmal kurz schauen. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, das ist jetzt schwierig. Leute, welches Bild soll ich nehmen? Ich glaube, ich nehme doch den Schmetterling, weil ich Lust habe auf die Rosen unten links. Aber das ist auch sehr schön. Ja, ich werde, glaube ich, den Schmetterling nehmen. Ich würde sagen, ich werde noch einmal ein Feld freischneiden bei dem Bild. So, erstes Feld ist freigeschnitten. Das ist es. Ich bin richtig aufgeregt. Ja, dieses Feld werde ich jetzt painten. Ich hoffe, es ist dann noch hell, dass ich dann noch das Update drehen kann. Damit ihr heute oder morgen das Video sehen könnt. Ja. Ich würde sagen, bis gleich. So, meine Lieben, ich habe das Feld fertig gepaintet. Es ist jetzt schon sehr dunkel. Ich versuche das ein bisschen heller zu machen dann. Ja, auf jeden Fall. In dem Feld sind 29 Farben drin. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es sind 29 Farben. Ja. Kann man echt nicht sehen. Aber na doch ein bisschen, ganz viele verschiedene Töne. Ja, es hat jetzt auch ziemlich lange gedauert, aber ich bin echt begeistert. Also ich bin wirklich echt begeistert. Ich guck mal kurz. Ja. Und es sieht echt sehr schön aus mit dem Full Fairy Dust. Also, ich kann mir das echt gut vorstellen, das ganze Bild. Ja. Also, ich bin echt zufrieden. Ich finde es echt cool. Es hat lange gedauert, eben weil es so viele Farben in diesem Feld sind. Aber ja, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr mögt, welche Bilder von den Bildern, die ich jetzt
gezeigt habe, ihr ja am besten fandet. Und oder auch, wenn ihr auch meinetwegen gar keins toll findet, dann könnt ihr das natürlich auch schreiben. Aber ich bin echt wirklich zufrieden. Ja, lasst gerne Liebe da, lasst ein Like da, ein Kommi und abonniert mich gerne. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Ich werde das Video morgen hochladen. Heute ist Montag. Ja, dann kommt es Dienstag im Laufe des Tages online. Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund. Hab euch lieb und sage damit Bye-bye.